Maschine läuft. Liebe Studierenden, herzlich willkommen zur heutigen Zivilrechtsvorlesung. Wir haben letzte Woche den Paragraphen 280.1 BGB angefangen zu prüfen, haben festgestellt, 280.1, wenn Sie reingucken, ist keine übertrieben lange Vorschrift, besteht aus zwei Sätzen. Und ich habe versucht, sie da durchzuführen. Das Prüfungsschema kannten wir ja sowieso. Wir haben nämlich festgestellt, wer aus einem Schuldverhältnis eine Pflicht verletzt, ganz egal welche, der schuldet, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten hat, den sogenannten einfachen Schadensersatz. Da wurde es dann schon ein bisschen kompliziert, wird aber wieder besser. Warum wird es wieder besser? Weil wir die anderen beiden Varianten des Schadensersatzes, nämlich den Schadensersatz statt der Leistung und den Verzugsschaden, ja noch gesondert behandeln. Und wenn Sie dann alles drei haben, dann haben Sie die drei Absätze des 280, dann haben Sie das auch kapiert. Dann waren wir relativ flink und haben gesagt, Prüfungsschema ist Schuldverhältnis, Pflichtverletzung, vertreten müssen, Rechtsfolge einfacher Schadensersatz. Und schnell haben wir gesagt, was ein Schuldverhältnis ist und wie es entsteht, wissen wir inzwischen. Zweitens, was eine Pflichtverletzung sein kann, darüber haben wir auch schon geredet, 241, da komme ich aber nochmal ziemlich genau dazu, nämlich bei den Leistungspflichtverletzungen. Und dann drittens, und da sind wir jetzt mittendrin, haben wir über das Vertreten müssen geredet. Ich habe Ihnen als erste Information Folgendes gesagt. Das deutsche Schadensersatzrecht sagt, Schadensersatz gibt es nur bei Vertreten müssen. Das heißt, wann immer jemand nicht einfach von einem Vertrag zurücktreten will, sondern positives Interesse haben will oder sonst irgendwas ersetzt haben möchte, Schäden ersetzt haben möchte, macht er einen starken Anspruch geltend. Das kann ja relativ teuer werden. Und da sagt das Gesetz, das nur bei vertreten müssen. So. Synonym für das Wort vertreten müssen, das ja ein bisschen sperrig ist, können Sie natürlich auch, wie der 276 das macht, von Verantwortlichkeit des Schuldners reden. Und damit haben Sie etwas, was schon ein kleines bisschen griffiger ist, nämlich für welche Art von Schäden, die jemand anders erlangt hat, bist du Schuldner eigentlich verantwortlich oder noch ein bisschen besser ausgedrückt, macht dich das Gesetz verantwortlich. Dann habe ich Ihnen gesagt, es gibt drei Vorschriften, immer noch Wiederholung. Erst ist der 280, 1 Satz 2, der negativ formuliert, der Schuldner hat den Schaden nicht zu ersetzen, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Haben wir ein bisschen drüber geredet, Vermutung des Vertretenmüssens, Beweislast. Zweitens, 276 BGB, vertreten müssen eigener Pflichtverletzungen. Und drittens, 278 BGB, vertreten müssen, dass jemand anders eine Pflicht verletzt, mit der Konsequenz, dass ich dann dafür verantwortlich gemacht werde. Da kommen wir hinterher noch dazu. Einstweilen stecken wir in dem 276 BGB drin und da, boah, lange Vorschrift, schwierige Vorschrift, habe ich für ihn versucht, die im Grunde drei Gruppen zu schildern. Nämlich erstens eigenes Verschulden in Gestalt von Vorsatz, also jede Pflichtverletzung, die ich vorsätzlich mache, habe ich selbstverständlich zu vertreten, dafür bin ich verantwortlich, ist keine große Weisheit, die da drinnen steckt. Das ist normal. Wenn jemand vorsätzlich Pflichten verletzt, dann muss er dafür einstecken, klar. Zweitens, schon ein kleines bisschen interessanter, Fahrlässigkeit, man hat auch Fahrlässigkeit zu vertreten. Vorsatz und Fahrlässigkeit bilden miteinander das Verschuldenskonzept. Bei Fahrlässigkeit habe ich Ihnen gesagt, schauen Sie ins Gesetz, arbeiten Sie mit dem Gesetz. 276 Absatz 2 definiert, was Fahrlässigkeit ist. Es sagt es ganz genau. Fahrlässig handelt, wer sorgfaltswidrig handelt. Das heißt, wenn ich Fahrlässigkeit ermitteln will, muss ich ermitteln, was sorgfältig gewesen wäre. Und drittens, und da sind wir jetzt gerade drin, es gibt besondere Umstände in Schuldverhältnissen, die sagen, ausnahmsweise kann der Schuldner stärker haften als Vorsatz und Fahrlässigkeit, also verschuldensunabhängig.
Oder ausnahmsweise kann der Schuldner auch schwächer haften als Vorsatz und Fahrlässigkeit. Das insbesondere dann, wenn er sich das vertraglich ausbedungen hat. Da haben wir letzte Woche noch kurz über die AGB geredet. Jetzt waren wir letzte Woche in den beiden Tatbeständen, in denen der Schuldner verschuldensunabhängig haftet. Wenn also das Gesetz hergeht und sagt, es sind bestimmte Umstände im Schuldverhältnis gegeben, die dazu führen, dass ein Schuldner sich nicht darauf rausreden kann, ich konnte ja nichts dafür, ich war ja nicht fahrlässig. Insbesondere zwei. Einen haben wir gemacht, den zweiten machen wir jetzt gleich. Den einen, den wir gemacht haben, war die Garantie. Ich habe Ihnen gesagt, wenn jemand eine Garantie abgibt, dann ist das eine Willenserklärung. Was machen wir mit dieser Willenserklärung? Ja, Entschuldigung, das, was wir mit jeder Willenserklärung machen, nämlich auslegen. Und Garantieerklärungen sind Erklärungen, die so ausgelegt werden müssen, dass jemand sagt, hierfür stehe ich ein, Klammer auf, auch wenn die Kosaken kommen. So. Als Hauptfall, ja, ich meine, das ist natürlich nicht der normale Sprachgebrauch, ja, aber als Hauptfall habe ich Ihnen genannt, Schuldner, die bestimmte Eigenschaften zusichern. Die Eigenschaftszusicherung ist in der Praxis der wichtigste Fall der Garantie. Dass nämlich ein Vermieter, Verkäufer, Werkunternehmer, wer auch immer, sagt, also Entschuldigung, da können Sie sich drauf verlassen. Ich habe Ihnen zwei Beispiele genannt. Zum einen das Beispiel von dem Autoverkäufer, der sagt, mit dem Wagen können Sie noch so und so viel 1000 Kilometer fahren. Und damit sagt er natürlich nicht, dafür stehe ich unter allen Umständen ein. Aber er sichert es zu, er signalisiert, da kann sich drauf verlassen. Und wenn Sie dieses Auslegungsergebnis haben, dann auslegen müssen Sie selber, ja? Aber das Wort der Zusicherung, er sagt, sei dir sicher, verlass dich drauf, das ist schon so. Dann schnackelt es in der Subsumption und die Subsumption ergibt, dieser Mensch hat eine Garantie abgegeben. Desgleichen, zweite Eigenschaft Zusicherung, der Mensch, der den Stuhl verkauft und sagt, ich sehe schon, dass Sie 120 Kilo wiegen, aber mit Ihren 120 Kilo haben Sie mit dem Stuhl überhaupt gar kein Problem. Und jetzt gehen wir diese kleine Geschichte nochmal durch. Das war ja letzte Woche am Ende ein kleines bisschen kurz. Da kommt also der 120-Kilo-Mann, oder ich will niemanden diskriminieren, die 120-Kilo-Frau, mir ganz egal. Ich darf nicht diskriminieren, ich muss Studierende sagen, ja? Ich darf nicht Studenten sagen. Also 120-Kilo-Mensch, ein Mensch, genau, 120-Kilo-Mensch. Und sagt, ja, reicht, geht das auch mit dem Stuhl, ich habe ein bisschen zugelegt in letzter Zeit. Der Käufer sagt, verlassen Sie sich drauf. Stuhl wird mit nach Hause genommen, der Mensch setzt sich drauf und der Stuhl kracht zusammen und die Person, die den Stuhl gekauft hat, verletzt sich schwer. Was muss sie wollen, denn davon reden wir? Schadensersatz. Wir reden nur von Schadensersatz. Wir reden nicht von der Frage, ob man den Stuhl ein bisschen billiger machen kann. Wir reden nicht von der Frage, ob jemand vom Vertrag zurücktreten kann. Wir reden nur von der Frage Schadensersatz. Denn vertreten müssen und Schadensersatz sind aneinander gekoppelt.